Macht die Rührschüssel, das war ich auch gerade, so endlos drehen? Nee. Nee. Schön, ne? Nee. Oh, krass. Oh, okay. Das sieht ja cool aus. Da hinten ist ein Haussymbol, sollen wir Feierabend machen oder was? Ja, also wir sind auch fertig. Hier ist so ein Geldsymbol. Achso, hier muss noch jemand was kaufen. Micha, komm raus. Tobi wollte Ketchup kaufen. Wer hat denn gerade das Schild auf Open gemacht? Hey, Strom! Strom! Ah, vielen Dank. Du merkst das. Ja, was für ein schöner erster Tag. Das kann ich mal hier rausnehmen. Jetzt kann man ins Bett gehen oder saufen. Saufen! Saufen? Saufen! Alter, wie die Pan voranprescht einfach. Tobi! Warte. Bin ich dabei. Was ich find's, warum machen wir zu, aber das Geschäft, wo man Fleisch kaufen kann, ist trotzdem noch offen. Der hat halt All Night, ne? Das ist, wenn du nachts aufwachst und so ein schönes Rumpsteak dir frisch kaufen willst. Wie schön hier. Okay, wen werde ich gleich flachlegen? Nee, warte. Oh geil, gibt's jetzt Safe Games? Dann, Die hier kostet ein Cocktail einfach 250? Alter. Ja, das ist hammer teuer. Wir sollten erstmal sparen, oder? Wir sollten erstmal sparen. Wir haben nicht mehr so viel Geld. Wir haben ein Paar mit einem Wein da stehen. Ja, dann Geburtstagskind darf das. Prost, ihr Lieben, ich trinke mal. Oh. Wir können natürlich Hast du gerade den überteuerten... Sie hat Geburtstag, sie darf. Nein, ich bin besoffen. Super. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, du geiles Stück. Stute, sollte Stute sagen können, schon spontan. Zum Geburtstag viel Glück, alles Gute, du geiles Stück. Ja, aber Stute hat sich auch irgendwie noch. So, was ist jetzt hier, habt ihr das Butterstute. Ah, okay, ihr macht das gerade, ne? Nee. Ich konnte nicht werfen, leider. Ich hab's probiert, aber es ging nicht. Du bist war nicht in der Reihe. Okay. Ja. Ich finde, okay. Okay. Wie werfe ich? Boah. Warte. Ah, okay. Ja. Eins. Aha. Das ist aber minus schon 60. Sehr nah dran. Was? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Der geht immer näher dran. Wieso habe ich jetzt zu 3 gekriegt? Warum hast du ihn in die Luft geworfen? Boah, krass. Ich habe noch niemanden gesehen, der die Luft trifft. Ich habe den einfach fallen lassen. Ich war, yo. Schade, ich kann den nicht auf den Arsch werfen. Ich bin auch gar nicht dran, glaube ich. Ne? Ich habe nur den Dartpfeil genommen. Also ihr müsst auf Throw klicken, wer dran ist. Oder? Ich bin nicht dran. Okay. Ach, man steht automatisch so nah dran, okay. Ah. Okay. Ich habe jetzt nicht mit dem Gesicht an die Scheibe gedrückt. Was muss man da drücken? Ich glaube, wenn du gedrückt hältst, hast du so einen Balken, der sich füllt mit Kraft. Aber ich bin nicht mehr dran, leider. Ich habe zu schnell geworfen. Yeah. Ass-Man. Du bist nicht dran, Erik. Ja, bin ich dran? Ja. Ich glaube, oder? Oh ja, okay. Tobi! Quadrazieren werfen. Wie werfe ich nochmal? Mittlere Maus. Mittlere Maus? Gedrückt halten, dann kannst du sehen, wie diesen Balken sich füllt und leer. Oh. Okay. Verstehe. Jo, ja, guten Tag. Klar. Warum erklärst du ihm, wie das geht? Ich finde das nicht gut. Juhu! Bei mir steht, dass ich gegen mich und gegen Tobi spiele. Geil. An der Seite steht überall mein Name und Tobis. Du bist dein größter Gegner einfach. Oh, die Pan räumt ab jetzt. Alter. Oh, fuck. Nee. Doch. Ja, natürlich. Hä, stimmt, hier steht dreimal Creepy Pasta Punch. Hä? Hä? Wer? Also, hä? Ich glaube, er wird gewinnen. Geil, Tobi, zeig's. Nice, Tobi. Ja, das ist. Das bin ich. Das ist Creepy Pasta. Ach so, ja, egal. Hey, geil, Tobi. Hey, egal. Okay. Ich weiß halt nicht, wer führt, weil. Ja, ich glaub, das Board ist ein bisschen weird. Ja. Ich glaube, Micha gewinnt. Bei dem Tisch hier kann man halt sein ganzes Geld verspielen. Oh, ne, lieber nicht. Da gehen wir hin, oder was? Oder doch? Morgen sind wir Millionäre. Also ich steig ein. Ist das eine gute 40. Idee? Ich steig ein mit 40, komm, let's go. Ich geh mit 50 Geld. Rein. Jeder 40? Jeder 50, noch let's go. Also jetzt haben wir ein bisschen Risiko, ja, ne? Mit 50? Ja, mit 60 eben. Ich mach 50,4. Erik sitzt bei mir im Tisch. Im Tisch? Hey, ich bin mega verwirrt. Warum sitzt der hier so komisch? Ich kann ja auch nicht weg. Ich sitze hier, aber ich sitze halt. Warum
sitzt der am Tisch. Aus der Hölle. Okay. Okay, hitte mich mal. Was war's nochmal? 21, ne? Ja. Ja. Oh, 17 ist ja scheiße. Oh nein, ich bin doof. Ich hab Stay gedrückt. Ich wollte Hit. Ah, fuck. Ich hab falsch gedrückt. Ah. Ich hab noch. Ja, das war dumm. Ich hätte mal. Oh ja, perfekt. Let's go. Oh, sehr gut. Let's go. Oh, sehr gut. Yeah, yeah, alle gewonnen. Nice. Okay, komm, noch eine Runde. Ja, jetzt natürlich noch. Jetzt rein mit einem 100er. Let's go. So, jetzt. Nee, ich mach 50 nochmal. Na gut. Ich mach auch 50. Ja. Eine Fehler mehr. Aber gut, wenn sie einmal verkackt, dann gewinnen wir alle. All ja, in. Alter. Die war gerade bei uns essen. Oh, stimmt, die haben wir angeschlagen. Die war so sauer, ne? Die war so. Oh, shit. Mal. Okay, da kann ich nicht hitten, ich muss stay. Oh, oh nein, ich hab verkackt. Ich stay. Ich stay auch. Ihr müsst das Ding jetzt retten. Ah, Panel auch verkackt. Ja. Okay, wir müssen es retten, nein, wir haben verkackt. Das ist doch der dreckig jetzt. Einmal okay. Noch, alle guten Dinge sind rein. Ja, wir müssen Geld zurückholen, schnell. Allein zweiter Tag des Ladens schon bankrott. Oh. Oh, der 12 ist aufgenommen, nice. Erstmal verzockt. Bitte keine 10. Ah, Mann, warum? Ich muss halt stayen. Ich kann mit 18 nicht hitten. Sie gibt mir tatsächlich noch mal eine 10. Ja. Ekelhaft. Ja, ich muss stayen. Ich kann nicht hitten. Verkauf dich, komm. Ist das ekelhaft. Aber wir haben 100 gewonnen. Ja. Ja, wir haben auch 150 verspielt. Ja, darum geht's doch gar nicht. Man muss immer die positiven Dinge sehen, Mann. Das ist ein Sieg. Oh. Ah. Ach, hier wird noch wieder reingegangen. Wir rocken das jetzt. Wir holen die 150 wieder. Ja, ja, gucken wir jetzt auch wieder. Aber ist cool gemacht, ne? Oh, ja. Kann ich das splitten? Nee, kann ich nicht. Das ist mies. Ja, schön. Oha. Oh, schön. Oha. Schön. Oha. Gib's mir hart. Oha. 19, komm. Jawoll. Yeah, ja, hey, nice. Jetzt können wir 200 ja. Reingehen. Bei mir steht, du verlierst, aber ich hab nicht. Jungs, bei mir steht, du verlierst, aber ich hab nicht mitgespielt. Hä? Warum sitzt ihr noch? Ja, ne? Du sitzt auch noch jetzt. Oh, ja, gehen wir nach Hause, ne? Ja, gehen wir nach Hause, ja, ne? Ja, erstmal pennen. Gehen wir nach Hause. Tobi. Richtig die Bank abgezogen. Ja. Geil, ey. Richtig gut gemacht. Ich geh dann rein für 100. Hä? Komm. Das geht schon. Was? Tobi? Was? Was? Tobi! Was ist wirklich noch? Na gut, ich komme. Das ist unfassbar. 2-3 haben wir doch auf dem Konto. Oh Gott, schlafen wir alle in dem Bett? Ja. Ja, bitte. Wir ja, sind eine nun. Familie, ja. Ja. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, oh. Cool. Das sieht gut aus, ne? Ja. So, wir müssen gleich mal eine Aufgabenverteilung machen, damit das nicht so durcheinander ist, ne? Was? Wie kann ich das wegklicken? Ach, überspringen. Überspringen unten. Ja. Okay. Zusammenfassung, tägliche Ausgaben, na gut. Oh, 15 Gerichte, geil. Hoch. Neue Rezepte. Oh, ja, Pommes, rot-weiß. Pommes Schranke heute. Die neuen Rezepte können wir jetzt freischalten im Menü, also wieder über Speisekarte und da können wir mehr anbieten, müssen halt auch mehr machen. Ach so, die kommen dazu? Genau. Ich kann nicht sagen, wir machen jetzt einen Pommesladen auf. Doch, wir können immer selbst entscheiden, welche Gerichte wir in unsere Speisekarte packen. Oh. Wer ist der Typ? Der hatte Dünnschiss gestern nach dem Besuch wahrscheinlich. Oh. Das ist Rach. Was haben wir denn da? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, stimmt's? Ich habe diesen Ort schon aufsteigen und fallen sehen. Du musst sein Kind sein. Hoffentlich bist du nicht wieder eine Enttäuschung. Wer der denn? Ich hoffe, du verstehst, wie heikel diese Branche ist, Junge. Dies ist der kulinarische Dschungel. Nur die Stärksten überleben. Mal sehen, ob dein kleines Unternehmen der Hitze standhalten kann. Oh, viel Glück, Neuling. Wenn das überhaupt möglich ist. Oh, ich habe so einen schönen rosa Bart. Ich finde schön, wie wir die Straßenblockade aufgemacht haben. Auszubildender Koch, was? Juan, Toni, Elena, was? Genau, gegen die, das sind die Bosskämpfe. Ah. Was? Ach du Scheiße. Guten Tag. Moin, hi, na? Bosskämpfe? Ja, wir können irgendwie, ich weiß, also wir können gegen die spielen, da kriegen wir besondere Sachen, die wir freischalten. Zum Beispiel, wenn wir hier Juan besiegen, dann kriegen wir eine Dönermaschine. Oh, geil. Okay. Wir sind doch schon Dönermaschinen. Wo geht der hin? Hä, hier kam gerade einer aus der Wand. Kann ich auch rein? Wo ist der? Morgen. Oh, ich komme ja gar nicht weiter. Oh, schade. Ich fange einfach schon mal an. Bieten wir heute mehr Gerichte an? Weiß ich nicht. Ach so.
Vielleicht sollten wir noch mal einen Tag organisiert mit dem alten Gericht durchgehen. Oh ja, nein, wir haben ja kein Feuer. Wie mache ich das denn? Was müssen wir hier neu holen? Wir haben keine Kohle und Anzünder, Lies, hole ich mal. Pandoria, du musst das Feuer in dir aktivieren. Ja, oh, wie cool, ich brauche das ja eigentlich gar nicht. Na, ich mach trotzdem mal. Ja, Grill ist einfach auf deinem Bauch. Pommes, okay. Also das Rezept gekauft, dass wir es anbieten könnten. Dafür brauchen wir aber eine Fritteuse. Wie teuer ist eine Fritteuse? So. Warte. Die Schüssel dreht sich immer noch bei mir. Nicht die Schüssel, Tobi. Was? Ich habe nur freundlich gelacht. So, Kohle ist nicht teuer. Soll ich das mal holen? Dann können wir Pommes machen. Mhm. Mal, kann ich dir eine Pommes? Oh. Super. Was? Eine Fritteuse ist ein elektrisch beschriebenes. Okay. Aus Box nehmen, okay. Ich glaube, Pommes kriegen wir auch hin. Das ist Fritteuse, okay. Sonnenblumenöl rein, Kartoffeln schneiden rein. Ja, okay. Kann jemand von euch mal anzünden oder so? Oder haben wir den? Hab ich gerade geholt, da unten. Ah, warte, okay. ich mache. Achso, du machst schon. Okay. Boah, hätte ich jetzt Bock auf so eine Pommes-Schranke, ne? Boah. Ich auch. Aber so warte mal, das geht immer noch nicht. Nein, du musst anzünden, Lies. Ach, das sind die. Ah, okay, ich dachte, das genau, ist ja Pommes. Genau. So. Ich wasche mal den alten Teller hier, diesen alten Ranz runter. Ich hole mal haben wir Ketchup und Mayo schon? Das hatte Tobi. Wir haben noch zwei Gerichte, haben wir schon fertig, ne? Ketchup müsste dort noch im Warenkorb, glaube ich, sein. Aber der ist weg im Warenkorb. Oh, fahren wir haben noch zwei Gerichte fertig, die liegen im Kühlschrank. Ja, ja, ich glaube, das reicht auch, wenn wir die beiden dann hier noch machen. Und die zwei im Kühlschrank. Wie wärmst du die auf? Auf den Grill legen, glaube ich, oder? Okay. Wenn du keine Mikrowelle, müsste gehen. Wem spucken wir denn heute auf den Teller? Oh. Du kannst sie auf den Grill hauen, dann so lange. Ey! Und dann so lange warten, bis es irgendwie heiß ist. Das ist so ein Thermometer-Ding. Und wenn es rot ist, ist es heiß. Oh. Ich freue mich schon auf unser Klotisch hier. Diese romantische Kabine. Ich hoffe, das kommt gut an. Ich hoffe, da setzt sich jemand hin. Unsere Gäste wissen es zu schätzen. Aber wir müssen dann auch denen, die sich da hinsetzen, das aufgewärmte Essen von gestern geben. Ja, true. Fürs Feeling. Das ungewürzte, aufgewärmte Essen. So richtig so ein Schuh, auf dem sie rumkauen können. Okay, das mit dem Pfeffer geht auch hinterher, okay. Ja, das ist auch eigentlich gut so, weil eigentlich so Fleisch macht man ja immer ein Salzfleisch nicht und tut es dann auf dem Grill. Richtig. Mhm. Damit das die Flüssigkeit drin bleibt. Quasi. Genau, damit es doch schön saftig bleibt. Ja, Cousine halt bei der Typ. Hey, Tobi. Geil, irgendwann grillen wir mal zusammen, Tobi. Chef der Cousine. Was? 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 So. Schön. Dann bring ich schon mal rüber. Jetzt mal ganz ehrlich, Frage, wenn da so Petersilie mit auf dem Teller ist, esst ihr das mit? In echt? Ja. Die Petersilie ist so hart. Petersilie. Heute haben wir Top. Wir haben Top-Werte heute. Ganz kurz, wir haben Top-Werte. Panos war richtig tight. Ja. Richtig tight war das. Nice. Oh, du hast jetzt. Ich habe eben Pommes mit reingetan. Wir haben jetzt noch nichts Wir haben noch keine Pommes gemacht und sind nicht ausgestellt. Letztlich. Oh nein. Okay. Warte. Wir haben noch keine Kartoffeln? Ah, wir haben Kartoffeln. Okay, Kartoffeln schneiden, zweimal schneiden. Einmal in Scheiben und dann in Streifen. Und dann in die Fritteuse Öl. Okay, die wollen bis jetzt aber alle nur das Steak haben, das ist gut. Mm. Morgen. Steak. Guten Morgen. Hey, die spawnen einfach bei uns vor der Tür. Wie gemein ist das denn? Ja, das Problem ist der Chat. Wir brauchen Öl für die Fritteuse, ne? Oh, ich hol Öl. Chat, bitte mal nicht Menü 2 bestellen. Alle machen nein, sag doch sowas nicht. Sag doch sowas nicht. Oh nein. Shit. Sorry. Mein Chat ist nett. Warum ist eigentlich schon Nacht? Warum wird es hier immer instant Nacht? Wie bei mir, Leute, jetzt die 2 reinschreiben, weißt du? Danke, Öl. So, Dankeschön. Ich war das auch mal in die Fritteuse rein. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Teller da vorne, oder? Ah! Ja, wir brauchen so ein neues Ding. Ich muss mal gucken, wo es das gibt. Kann man immer nur einen Teller tragen? Was ist das denn? Hier. Oh, geil. Jetzt Pommes frites. Hä, Kartoffelscheibe? Aber da sind noch keine Kartoffelscheiben drin. Leute, das Essen! Nochmal schneiden. Hab ich schon, ich habe die 2-mal geschnitten. Da Pommes werden warm, aber da steht trotzdem Kartoffelscheibe mal 4. Warum? So, keine Ahnung. Okay. Oh Gott. Wieso liegt hier Müll? Weil die Leute manchmal Müll hinterlassen. Panik, redest du mit unseren Kunden? So. Okay, das sieht gut aus.
Guck mal gut, nach. Gut. Also auf den Teller und dann Ketchup und Mayo drauf, ne? Wie kann ich das denn auf den Teller? Muss ich das drehen? Kannst du irgendwie. Nee. Steht da unten rechts, steht das irgendwie, was du kriegen musst? Nee, da steht nur platzieren, aber da macht er das hier. Warte. Putz dir mal die Schuhe nebenbei, dann hat er gute Laune. Dreh mal. Nee. Ich hab die nicht mehr, aber nee, ich hab sie in der Hand. Achso, okay. Nee, Oh, man kann ich die Pommes rausholen? Ja, ich hab die Pommes rausgeholt. Okay, einfach. Okay. Die sind aber auch aggressiv hier. Okay. Und jetzt noch Ketchup Mayo drauf. Oh. Perfekt. Aber wie? Ich soll die jetzt mal nicht so anstellen, ne? Nein! Wo ist der Teller? Der ist weggeflogen. Stell wieder hin. So. Warte, ich muss das. Ah. Chat, stellt euch nicht so an. Nein, mach. Lass. Oder? Ihr macht das ja nicht, ne? So, warte mal. Notfalls zum Zeitsparen. Sparen wir uns den Zwischenschritt Teller waschen einfach. Aber wir haben gerade gar kein Gericht mehr, ne? Dann kommt da auch doch, einfach Würze drauf. Ich hab was Kaltes hingelegt, die essen es trotzdem. Voll gut. Hier, oh, Pommes. Die Idiot. Du musst doch aufwärmen. Du musst aufwärmen. Kathi hat einfach das Macher-Mindset. Richtig gut. Ja, ist so. Ja, stimmt, das so. Gericht ist perfekt. Nur halt kalt, aber gut. So, ich wasche. Kein Teller nicht egal. Dankeschön fürs Essen. Die sind aber auch ein bisschen zu so doof, Teller. Um sich hinzusetzen, ne? Leute, wir haben auch nicht mehr genug Teller für die ganzen Kunden. Ja, ich kann die auch nicht. Ich bin immer zu langsam mit dem Geldding hier. So. Soll ich uns mal so einen neuen Tellerschrank holen? Wir haben noch Teller, oder? Wir haben noch drei, aber wenn die alle essen, haben wir keinen Teller mehr. Na, ich wasche hier die ganze Zeit, also das geht schon. Ach, okay. Oder? Ja, stimmt das nicht. Wir sollten vielleicht die Aufgaben verteilen, eventuell. Dann will ich uns spezialisieren. Fleisch muss wieder. Ja, sag mal. Mal kurz Fleisch fertig. Ich gebe Geld. So. Gehen die manchmal auch einfach ohne zu bezahlen? Ey, ich mach. Ich glaube ja. Das ist ja eklig. Ich glaube ja. Ja, das ist wirklich echt, ey. Kunden halt, ne? Einfach mal. So. Oh, shit. Und er kommt rein und will Pommes jetzt, oder was? Was ist denn mit dir? Bist du blind? Aber das ist noch Pommes. Wir haben Pommes da. Wir haben Pommes auf dem Stiesel. Lassen Sie sie schmecken. Entschuldigung. Lass sie einfach so runterfallen, ey. Herr Gourmet, oh, jetzt können wir den Bosskampf haben. Das ist keine gute Idee. Das ist noch keine gute Idee. Warte, ich mach mal hier. Okay, mach nochmal Pommes, ne? Ich hab keine Tomaten, ja? Ja, das ist super. Okay. So. Im Klo sitzt jemand. Oh! Oh, ey, oh ja, geil. Oh Gott, ich glaube, wir müssen die Fritteuse zwischen mal ausmachen. Oh! Der hat uns sogar 130 gegeben, Alter. Hä? Geil. Gute Bewertung nicht vergessen. Ich glaube, also, stinkt es? Weiß ich nicht, eigentlich nicht mehr als sonst, ne? Hat so einen guten Meckes-Geruch am Feierabend. So, ich leg mir schon mal einen Teller zurecht. So, nicht wundern, ich leg hier mal einen dritten Teller hin für die Pommese. Jo. So. Ich glaube, wenn wir gleich so vier Gerichte oder so haben, ist es gut, wenn jeder eins hat, auf das er sich spezialisiert. Ich kann gut Pommes. Brauchen wir dafür nicht auf vier Grills oder so? Wir müssen uns vielleicht quetschen, aber. Ach, hast du schon? Okay. Ah. Dann. Wir können uns auch einen neuen Grill kaufen, aber die kosten halt viel. Wir können auch Herdplatten gehen, damit können wir, glaube ich, Sachen einzeln machen. Oh, geile Pommes. Jetzt will ich hier auch essen. Gutes Rating. Bock, ne? Junge, nimm die Pommes. Ja, na also, geil, gönnt euch die Pommes. Oh, wir brauchen ein neues Steak. Jo, Hammer. Einmal fertig. Dankeschön. Oh, shit. Nee. Dankeschön. Kommt sofort. Ach so, okay. Entschuldigung. Das andere kann wieder. Geil, geile Qualität. Geile Qualität heute. Fantastisch. Da schmeckt's aber. Man sieht's richtig bei den Leckermäulchen. Guck mal hier. Njam, 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 njam. So, ich hoffe, da kommen noch mehr Kunden. Wir haben noch Nahrung. Hey, wir können diesen Raum richtig. Wir können diesen Raum richtig romantisch gestalten. Was war das? Hätte Bock? Du auch hier, meine Hose ist auf dem Hoch. Arbeitest du schon länger hier? Oh Gott. Einrichtung. Oh nein, Erik, jetzt tobt Erik sich aus. Nee, ich will nur mal gucken. Ich glaube, ich auch Valentinstagseinrichtung. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die gab es, als ich das. Soll ich das Geld verspielen gehen, bevor es weg ist? Oh, Alter. So. Nice. Wunderschön. Das wird richtig romantisch da drin. Alter. Ich finde es richtig unangenehm, dass sie sich hinsetzen und so. Schmeckt es Ihnen denn?
Wollen Sie noch Salz dazu? Noch ein bisschen Pommes dazu? So. Na, zahlen? Super. Mit dem Essen alles in Ordnung hier soweit? Boah, ich hasse das. Was soll ich denn sagen? Nein, schmeckt scheiße. Ja. Tschüss. Hä? Fahren Sie mal nach Hause, junge Frau. Hä? Was, wie trägt die denn ihren Hut? Ey, die hat ihren Müll hier verloren. Sag mal. Die hat einfach ihre... Alter, die kommt hier rein. Was ist denn scheiße mit den Leuten? So. Schon sehr lustig, ey. Los, Spiel. Das 1-0 auf Fleisch. Mehr gibt's nicht. Oh, scheiße. Also so lange kann ich übrigens nicht mehr, ne? Vor allem, wenn ich gleich nochmal irgendwie Essen bestellen oder Essen machen will. Ja. Na gut. Dann müsst ihr alleine gleich weiterspielen. Was? Nein, wir können nicht ohne dich. Ich muss da für morgen auch Sachen vorbereiten. So, brauchen wir neue Pommes? Soll ich schon mal neue Pommes machen? Ja, sind alle. Oh. Wir haben eigentlich schon Feierabend. Haben wir schon zu. Wir könnten eigentlich auch Feierabend machen und dann morgen. Aber vielleicht von morgen schon mal vorbereiten einfach, oder? Bei den Kunden reicht es ja, glaube ich. Genau, das können wir machen. So. Ein Fleischgericht haben wir, aber das reicht wahrscheinlich nicht. So. Soll ich schon schließen? Ah, super. Nee, da kommen noch Kunden rein gerade. Okay. Solange die essen wollen, okay, und wir Essen haben, bezahlen die halt, ne? Ist gut. So. Badam, 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 bam. Dieses unangenehme Geschirrklimpergeräusch, ne? Ey, ich find's so. Ja, okay, ich mag es nicht, wenn irgendwie Leute essen und du hörst, und keiner spricht und alles einfach. Und dann ist. ja, Essgeräusche, das ist ganz fürchterlich. Ja. Oder diese Leute, die immer mehr Spucke im Mund kriegen beim Essen. Oh. Boah. Ich frag mich gerade, ob ich einer davon bin, ich bin mir nicht sicher. Probiert. Hey, ist das Fleisch noch roh auf dem selben Teller? Oh. Der wollte das so. Ach so, okay. Ich sollte den Teller vorher schon mal vorbereiten, die Pommes draufmatschen und dann einfach nach vorne bringen, ne? Das wäre, glaube ich, besser. Dann wär's jetzt können wir den Laden schließen, weil wir halt leer sind. Oder? Vorbei, nee, jetzt sind wir wieder. So. Wenn du es da reinmachst, dann ist es morgen weg. Ach so, was? Oh no! Die schönen Pommes! Oh, wie ärgerlich! Hätte ich jetzt gewusst, ich habe die für morgen vorbereitet. Das ist wirklich schon sehr nice. Ey Leute, ich glaube, ich klinge mich jetzt mal wirklich aus. Ich muss vernünftig sein. Und ich muss was essen. Ich will nicht essen, bevor ich schlafen gehe. Und Melissa schreibt gerade auch, da muss ich auch mal gucken, wie wir das morgen machen. Okay, okay. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ist dann das ganze Ding weg? Nee, ne? Du hostest, glaube ich, gerade. Du hast dich gerade eingeladen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das wäre doof, weil ich glaube, die Leute wollen euch gerne noch weiter gucken, ne? Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt, mal zurück zum Hauptmenü. Okay, mal gucken, was passiert. Müssen wir irgendwie speichern oder müssen wir erst schlafen gehen, damit es speichert den Tag? Ja, wir gehen mal schlafen, ja? Okay, aber ich mach die Fritteuse aus. Eine Runde Blackjack, okay? Eine Runde Blackjack, komm, Tobi, das kommt. Na gut, eine Runde Blackjack. Na gut. Okay, alles klar, let's go. Ich geh rein mit einem Taui, let's go. Ja, geil. Taui, Schmaui, Alter, rein da. All in, Tobi, was soll's. Ich arbeite auch, also darf ich's auch verspielen. Oh. So. Hä? Ich kann nicht sitzen. Das ist gerade irgendwie. Okay, hä? Ich sitze irgendwie ganz komisch, Moment. Fuffi. So. Hey, wir sind da mit 65 rein. Ich aus Versehen. Okay, alles klar. Ich glaube, ich habe jetzt Glück, alles gut. Ja, ich bin bei 19, ich bleib direkt. Bei mir ist scheiße. Ja, ich habe auch 19. Ist. Ich kann direkt stayen. Ich mach Glücksspiel. Komm, hit. Okay. Komm. Oh, shit. Kacke! Ja, verkauft sich, geil. Hätte stayen sollen. Ja, nice. Geil. Hä? Nice, super gut. Und noch eine Runde direkt hier, let's go. Ja. Nice. Richtig abgeräumt hier. Bürgi-Geld. Komm, gib mir einen König. Träumchen. Gib mir König. Ach, Müll. So, wobei, das ist gut. Irgendwas, was ich mal hitten kann. 11 ist das Beste, was man kriegen kann. Komm, ich mach ein Kärtchen. Jetzt nicht noch ein Kärtchen, hey. Komm. Ich mach ein Kärtchen. Scheiße, was? Willst du mich verarschen? Was ist das denn? 14 ist schlecht. Ach, Penis, 22, als ob. Wir haben alle verloren. Die hat doch gescannt. Die Bank ist aber so am Betrügen hier einfach. Geht gar nicht. So. Ich liebe noch eine Runde Blackjack, dritte Runde. Ja, warte. Gleich haben wir es ja. Gib mir ein Ass. So. Yo. Als ob, was? Schön. Warum steht bei dir eine 11? Müsste es nicht 21 jetzt sein? Ich habe schon eine 18, ich kann halt nicht. Ich glaube, Ass, darum musst du, glaube ich, noch einen nachholen. Ich hoffe, dass sie verliert halt, ne? Müll. Ich stay halt bei 16. Ich auch, ich die verkauft sich wieder. Also sie muss ja paaren, was hast du? 18. Oh, bei 16 würde ich gamblen. Okay, komm.
Ah, oh, scheiße. Hey, natürlich. Oh nein, oh, die haut sich halt auf 20. Ist doch Müll. Ja, okay, hier, komm, eine Runde machen noch, komm. Okay, eine Runde auf Pans Geburtstag, jetzt komm. Ja. Ich krieg auch dauernd dieselbe Queen, habe ich das Gefühl. Okay, 6. Jetzt, 14, wenn jetzt 16 ist, dann 16. Ist Rick. Okay, 12. Okay, ich verstehe nicht. Was ist bei mir 19? 17, ach, komm on. 9 oder 19, also kannst du dir aussuchen. Wenn du jetzt drüber legst, dann gilt die 9, wenn du über 21 kommst. Ansonsten gilt die andere Zahl. Oh, schön. Blank oh, sehr schön, Tobi. Alter, Tobi, nice. Geil, ich würde stayen. Ich bin auch gestayt mit 17. Ja, ich muss mit 17 stayen, ich will gar nicht. Muss ja versuchen, Pan zu toppen. Oh nee, sehr, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Schön. Okay. Los, weg hier. Komm, eine Runde können wir noch. Also. Alles klar, Erik. Alter, Erik. So, wir gucken nochmal schnell hier, warte, eine Runde. Schön. Ah, hm? Was? Hä, was? Zwei. Ich kann jederzeit aufhören. Oh, 20, schön. Hey, geil, nice. 17, ey. Weißt du was? Ich gehe Risiko. Ich geh jetzt auch Gamble rein. Ja, leck mich. Weiß egal. Oh, nice, 19, Erik. Alles klar. Okay, ein Stage. Ja, wir holen das jetzt raus. Ah, ja, oh, genau. On. Das ist echt mies. Ja, okay. Komm, ich muss doch mal gewinnen hier. Oder ich muss die Kohle wieder rausholen. Eine ja, Runde geht noch. Oh, eine Runde kriegen wir noch. Warte. Wer ist gerade mit 144? Erik, hä? Was machst du denn? Hä? Was denn? Nichts. Hä? So, eine 8, okay, 15, 13, 16, okay, muss ich hin. 21, nice. Oh, geil, super nice. 4, fuck my life. Okay, fuck ich gamble den, die kauft sich jetzt kaputt. Ja, schön, verloren, geil. Das nicht. Ich kann heute Abend nicht nach Hause gehen, ne? Ich kann heute Abend nicht nach Hause gehen. Ich muss das Geld wieder gewinnen, sonst kann ich mich nicht zu Hause blicken lassen, warte. Okay, das ist halt echt furchtbar. Wo ist ein paar? Ach, da! Ah. Das ist der gute Content. So, warte. Oh, da bleib ich. Sehr gut. 15. Okay, 20. Ah. Nice. Na, ich okay. Also hodel. Oh, 25. So, ja, ich hodel. So, ich glaube, wir haben es fast wieder drin. Die holt sich einfach Karten, bis es ihr passt, oder was? Leute, jetzt jeder 100, dann haben wir es wieder raus. Okay, let's go. Okay, Deal. Warte, ich glaube, das ist ein guter Plan. Du hast gut nachgedacht darüber. Das überzeugt mich. Gib mir einen König. Ach, 14 ist scheiße. So. Ah, es ist 6, ja komm. Hol. Eine 18, natürlich. Okay, ja, da muss ich stayen. Ich bleib. 13. Ich muss auch bleiben. 17, ja, komm. Scheiße. Ja, scheiße. Oh, also ich bin schon raus. Oh, ja, auch. Ja. Das ist doch nicht wahr, Alter. Komm, einmal für mich noch. 200 jeder. Okay, einer jeder ein Taui. Let's go. Wie viel haben? Jeder ein Taui? Warte mal, ich kann gerade nichts machen. Moment. Okay, warte, jeder ein Taui. Ich hab maximal Taui. Jeder ein Taui? Komm. Jeder ein Taui. Taui. Let's go. Okay, Taui, komm. Oh, ein Risiko. Oh, sie kriegt 10 direkt. Das ist nicht gut. Das ist richtig scheiße. Aber Erik hat 1, 11. Okay. 9. 20. Oh, 20. Da bleibe ich. Da stay ich aber. 16. So. Oh. Okay, ich stay mit. Komm. Ja, komm. Mit einer 15. 19, oh. Okay. Ja, 3000 gesetzt, 2000 gewonnen. Yo, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Leute. Das ist doch nice. Ja, Mann. Geil, mal, wir könnten jeder nochmal einen Taui machen. Komm, wir machen nochmal einen Taui, komm. Let's go, wir holen das jetzt. Ich darf maximal 770. Ja, okay, passt. Okay. Okay. So. Ja, guck, zwei Asse schon. Das ist gut. Und 10. Glück. Hä? Was ist denn das hier? Oh, schön. Oh, 21. Ich bin gerade. Sehr schön. Ja, ich hab 19 bleibe ich auch stehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, geil, scheiße. Ja, Mann, wir haben Kohle wieder drin. Wir haben gewonnen trotzdem. Okay, wir haben die Kohle wieder drin. Ja, perfekt. Okay. Ja. Gut. Ich habe mich gerne. Ich glaube, gehen wir, dass wir mit 5400 reingekommen sind. Darum geht's hier gar nicht. Das ist jetzt aber. Das sind die Details. Gezeigt haben wir es denen. Richtig. Ausgenommen einfach. Von wegen, die Bank gewinnt immer. Geil. Das schlafen wir in Las Vegas auch immer am Arsch. In einem Bett. Ja, nein, nicht gut, nicht mehr nice. Geil, und Gerichte verkauft haben wir auch. Guter Tag. Schön. Oh. Ah.